Nee. Das heißt, ha. Gemeinschaft, Gleichberechtigung und Animismus. Das klingt eher nach. Was war's? Genau. Das mächtige Orlana-Reich. Und hier hatten wir. Geburt von Ingwiv, könnte es das sein? Ja, ich glaube, das ist die. Indeed. Geburt von Ingwiv. Gucken wir mal. Vor dir befindet sich ein hochkompliziertes Gerät aus Kupfer und Adra. Von dem Gerät geht ein dumpfes Brummen aus. Dein Ohr gegen das Gerät drücken. Unter der Oberfläche des Geräts klicken und surren Zahnräder. Deine Handfläche auf das Gerät legen. Das dumpfe Brummen wird lauter und dumpfer, bis das Innere deiner Ohren zu jucken beginnt. Dann ist es ganz plötzlich und du hörst ein Klicken. Das hat tatsächlich die Tür aufgemacht. Yes, I'd be glad to. Manche Sachen waren jetzt wirklich geraten, muss ich zugeben. Okay. Da komme ich wieder ins Zentrum. Oh. Sieht fast so aus, als wäre ich in der Schatzkammer gelandet. Every vestige of their identity has been forgotten, right down to the bone. I wonder how they tell each other apart. Jetzt wird sie, ihre Identität wurde vergessen, bis zu den Knochen. Ich frage mich, wie sie sich auseinanderhalten. Oh, Bibliothekarsleiter. Wow, fast 100 Jahre lang. Bibliothekarsleiter. Noch ein Bibliothekarsleiter. Und noch einer. Der Schädel von Cetera, gefürchtete Schlange des Landes der Lebenden, die angeblich. Danke. Die angeblich Wächter Ida getötet haben soll. Die Hüter, der Hüter des Orso-Schreins, Besitztums des Wächters Haruta. Okay. Wächter, also Watcher? Oder Guardians? Okay, wir müssen auf Fallen aufpassen. Wie die Falle hier zum Beispiel. Die kann ich nicht entschärfen. What can I do? Of course.
Die Laterne des Nordlichtschiffs von Isild. Wächter von Yama. Hm. Yeah? You do not let me rest soon. Wo war mein letzter Quicksave hier? Ich will es vermeiden, hier Fallen auszulösen und gegen diese Wächter zu kämpfen. Ich habe aber niemanden mit genug Wahrnehmung. Was machen wir da? Palaginas Wahrnehmung wieder mal ins Unermessliche boosten. Das hier sieht übrigens so aus, als ob man hier von der Pilzkolonie runterkommt. Wisst ihr was? Nee, wir rasten hier jetzt mal. Gut. Gucken wir mal. Krustenschwertfisch. Wirkungsbereich. Durchschlagskraft. Kapitänsbankett. Schaden mit Zauber. Aktionsgeschwindigkeit. Also einmal für alle auf dem Kapitänsbankett. Vergessliche Nacht. Erlittener Schaden. Plus 10 Schaden. Minus Gewandtheit. Nee. Matrosenball für dich. Kann ich noch so ein Kapitänsbankett herstellen? Ja, eins könnte ich machen. Nehmen wir mal sehr positiv. Was haben wir denn da? Gewandtheit Wahrnehmung. Das ist auf jeden Fall... Oh. Das wären dann die letzten glasierten Nüsse, die wir machen könnten. Macht und alle Kraftstufen. Positiv haben wir nichts, was die... Na, nur das hier. Also einmal glasierte Nüsse. Ich muss Zucker kaufen. Dann stellen wir einmal das hier her. Und was könnten wir noch herstellen? Oh, das hier. Mhm. So, glasierte Nüsse. Tell me. Tell me. Und dann noch das Zeug hier. Hm? Yes? Look. There is Indeed. Something over there. What can I do? I am ready. Yes, certainly. I am ready. Okay, nicht mal das reicht, die Fallen zu entdecken, die hier aufgestellt sind. Yes? What do you need, hey? What can I do? Hey, good thinking. Was war jetzt nochmal mit dem Ding hier? Die Überreste von Lucala, Wächter von Parcella. Yeah? Something I can do?
Nicht infizierte. Katze. Habe ich bitte gerade einen Quicksave gemacht, sagt mir. Nein, ich habe gerade keins gemacht. Okay. Keep an eye out. Katalog-Eintrag, Wärtervertrag. Dieses von der Zeit verwitterte Stück Pergament scheint den aktuellen Stand des Vertrags in den Archiven anzugeben. Die vertragliche Vereinbarung betreffend unserer Werte in der Sammlung wurde aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters als vorrangiger Kandidat für die Anfertigung eines Duplikats identifiziert. Der Vertrag wartet auf die Bearbeitung durch den handlosen Schreiber. Absolutely. Happily. Boras, was machst du denn? Geschichte und Metaphysik und Genauigkeit bezaubern. Katalogeintrag Heldias Memoiren. Als Reaktion auf den kürzlichen Urlaub von Vaykadir wurden ihre unvollendeten Memoiren in ihr Studierzimmer im Oratorium verlegt, wo sie verbleiben, bis sie die Memoiren entweder fertigstellt oder ihre Leiche gefunden wird. Indeed. Ah. Wartungsbericht Fleischkonstruktsteuerung. Die leitende Bibliothekarin erwischte einen der Wärter dabei, wie er eifrig das Handbuch für die Konstruktsteuerung studierte. Werner ist der Zugang zu solch fortschrittlicher Technologie unter den allen Umständen zu verwehren. Deshalb wurde das Handbuch in die Ausleihbibliothek in den zentralen Stapel verlegt. Aha. Beschwörung der Hand. Die Wiedergabe der Beschwörung für dieses Jahrzehnt wurde abgeschlossen. Gerade noch rechtzeitig, denn der Freiwillige, den wir uns als Schreiber ausgeliehen hatten, hauchte mit dem Ende der letzten Seite sein Leben aus. Das Buch wurde an einem passenden Ort in den Archiven untergebracht, dort wo alle ein Auge drauf haben können. Of course. Berkanas Sternzauberbuch. In einer von der Sammlung vor kurzem beschaffenen Arbeiten befand sich ein Zauberbuch mit einer geradezu alarmierenden Vielzahl an astronomischen Ketzereien. Es wurde zur Sicherheit in die Quarantäne-Sektion der Archive untergebracht. Yes, at once. Das Ding heißt also wirklich Quarantäne-Sektion, nicht nur weil... oh, Falle. Oh, noch eine Falle. What can I do? Tell me. I am ready. Und natürlich kann Palegina die Fallen nicht entdecken. Das, obwohl sie eine Wahrnehmung von... Nur 15? Ah, systemischer Schock. Müsste sie nicht aber eigentlich auch durch glasierte Nüsse Wahrnehmung haben? Yes, I'd be glad to. Ah, Fenrir bringt mir nix. What can I do? Something I can do? Uh-huh. Looks like trouble. This is futile. I cannot do that. Come on. Okay. Ich habe auch keinen neuen Quicksave gemacht. Ganz ehrlich, ich bin fertig. Irgendwie. Und da wir jetzt eigentlich die Zeit erreicht haben und ich heute keine Lust habe, groß zu überziehen, speichere ich hier ordentlich. Das ist jetzt LP085. Speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.